Hallo Cutie Nader und herzlich willkommen zurück zu Cute Life Hacks. Für dieses Video haben wir probiert, möglichst unübliche Fidget-Spielzeugideen umzusetzen, sowie diese transparenten Quallen-Poppets. Wir haben noch nie etwas in dieser Art in einem Geschäft gesehen, also könnt ihr eure Freundinnen und Freunde wohl wirklich mega beeindrucken, wenn ihr etwas in dieser Art habt oder sogar selber gemacht habt. Wir zeigen euch auch, wie ihr den perfekten Fidget-Stein selber machen könnt, was super beruhigend ist. Und als letztes Do-It-Yourself in diesem Video haben wir dann noch ein Silikon-Pop-It gemacht mit einer Zwei-Phasen-Silikonmasse, die eigentlich für was ganz anderes gedacht ist. Lasst uns jetzt also mal loslegen mit diesen genialen Quallen-Pop-Its. Das Geheimnis für dieses Do-It-Yourself ist, dass man zwei verschiedene Arten Plastik verwendet. Was wohl der wichtigste Schritt ist, damit es überhaupt klappt. Das erste ist ein transparentes Plastik, was recht weich ist. Beispielsweise von einer Hülle für Papier oder ähnlichem. Auch wirklich super viele Verpackungen haben ein recht weiches, dünnes Plastik, das transparent ist, angebracht. So eignen sich zum Beispiel auch diese Rückseiten von Stickern wirklich toll, dass sie beweglich genug sind für dieses Experiment. Als zweites braucht ihr dann aber noch ein etwas dickeres Plastik, so wie das von dieser Verpackung hier beispielsweise. Ihr habt bestimmt einiges an Plastik zu Hause rumliegen, was etwas fester ist und wirklich diese Dicke hat. Die wohl größte Herausforderung ist, zwei verschiedene Plastiksorten zu finden, die perfekt zueinander passen. Jetzt nehmt ihr als erstes das dünne Plastik und schneidet euch mal ein Stück aus. Zeichnet einfach einen Kreis mit einem Gegenstand auf und schaut, dass es ein wenig breiter ist auf der unteren Seite. Ihr könnt die meisten Stifte auch wirklich einfach wegwischen mit einem feuchten Lappen, damit alles wirklich hübsch aussieht. Wir haben uns ein wenig schwer getan auf der Unterseite von dem Holztisch, haben deswegen ein Papier untergelegt, bevor wir mit Acryl alles bemalt haben. Jetzt die Gesichter ausschneiden und einen kleinen schmalen Schlitz auf der Vorderseite machen, dann das Ganze einrollen und im nächsten Schritt mit einem Klebeband fixieren. Jetzt kommt das dickere Plastik dran. Es ist hier sinnvoll, wenn man gut einen Zentimeter rundherum Abstand lässt, weil es sonst einfach nicht stabil genug sein könnte. Und hier jetzt wirklich alles vorsichtig mit einem Bastelmesser ausschneiden. Wir haben jetzt hier unser Gesicht von zuvor als Vorlage genommen und wirklich einen Zentimeter rundherum nochmal gezeichnet, um eine richtig tolle Form zu haben. Passt auf, wenn ihr mit Bastelmessern arbeitet, denn hier kann man sich wirklich schnell verletzen und den äußeren Rand machen wir dann noch mit einer Schere. Das sieht jetzt schon wirklich gut aus. Joanna hat sich dann aber noch dazu entschieden, reichlich Glitzer hinzuzufügen, um es ein wenig hübscher zu machen. So kann man auch toll verschiedene Fehler verstecken, denn mit dem Bastelmesser kann man schon wirklich recht schnell Kratzer auf der Oberfläche machen. Jetzt einfach auftragen und mit dem Klebeband fixieren. Im nächsten Schritt macht ihr das Ganze jetzt von dem Untergrund los und schaut, dass alle Kanten wirklich schön verschlossen sind, damit man das Glitzer auch nicht verliert und es nicht irgendwie übersteht. Jetzt nehmt ihr die Rückseite auch und klebt transparentes Klebeband so auf, damit ihr die klebrige Seite außen lasst. Danach einen Schnitt mit einem X machen und schlussendlich unser Gesicht platzieren. Und das erste Pop-It ist jetzt auch schon fertig. Für den zweiten Quallen-Pop-It haben wir dann natürlich auch aus den vorherigen Fehlern gelernt und diesmal ein wenig weniger Glitzer verwendet, damit alles auch wirklich gut klebt. Es ist häufig so bei Do-It-Yourself-Projekten, dass man sich leichter tut beim zweiten Anlauf, weil man einfach aus seinen eigenen Fehlern lernen kann. Diese zwei Pop-Its sehen wirklich so toll aus und die Transparenz in dem Glitzer gibt ihnen echt einen wirklich genialen Look. Diese Pop-Its sind auch wirklich besser als Papier, weil das Geräusch einfach unvergleichbar ist. Und das größte Problem, was wir hatten, war, dass manche Sorten Plastik einfach nicht so toll zusammengeklebt werden konnten und dann wirklich einfach das Plastik austauschen, bis es dann wirklich perfekt passt und das richtige Geräusch macht. Wir sind überzeugt, dass es schon bald etwas in dieser Art zu kaufen gibt am Markt. Bis dahin könnt ihr es aber einfach selbst machen. Das nächste Spielzeug ist inspiriert von einem TikTok-Account, der Pick and Peel Stones heißt. Wir machen hier jetzt eine adaptierte Version davon und starten mit ein wenig Peel-off-Gesichtsmaske auf einem großen, flachen Stein. Auf TikTok gibt es hier wirklich etliche Videos dazu, wie man mit diesen verschiedenen Steinen arbeiten kann und es ist super beruhigend. Und wenn ihr davon fasziniert seid, solltet ihr euch unbedingt auch das Original zulegen. Wir wollten hier einfach mal die Idee nehmen und ein wenig anders interpretieren.
Deshalb starten wir hier jetzt mal mit einem wirklich herkömmlichen flachen Stein und verschiedenen Peel-Off-Gesichtsmasken. Ihr könnt hier wirklich kreativ sein, es ist ganz egal, welche Gesichtsmaske ihr verwendet, könnt ihr dann im Nachhinein immer noch einfärben. Auch bei dem Stein könnt ihr einen ganz herkömmlichen nehmen, wir haben einen aus einem Bastelset genommen. Seid einfach vorsichtig, dass ihr die Steine davor ein wenig wascht und sauber macht, damit sie auch wirklich toll für dieses Do-it-yourself geeignet sind. Jetzt nehmt ihr die Peel-Off-Maske und tragt einfach dicke Streifen damit auf dem Stein auf. Da könnt ihr wirklich viel auftragen, denn umso dicker es ist, umso einfacher wird es später dann zum Runterziehen sein. Wenn ihr dafür keine besondere Maske verwenden wollt, könnt ihr das auch wirklich einfach selbst personalisieren, indem ihr Pigmente, Glitzer oder Farbe hinzufügt. Wir haben dann noch einen Stein komplett mit einer goldenen Gesichtsmaske überzogen, um zu sehen, ob das funktioniert und wie es wird. Jetzt sollte das Ganze gut einige Tage trocknen, damit es wirklich perfekt durchgehärtet ist. Wie lange diese Masken zum Trocknen brauchen, ist wirklich abhängig davon, wie viel Maske ihr an den jeweiligen Stellen verwendet. Und es zeigt sich hier, dass wirklich jede Maske auch ein wenig anders funktioniert und härtet. Ihr seht nämlich hier ganz deutlich, dass die blaue Maske sich toll abziehen lässt, während die anderen eher abgebrochen sind. Es ist also durchaus empfehlenswert, hier auch mit mehreren Marken zu experimentieren, um zu schauen, was auch wirklich am besten funktioniert. Leider gar nicht toll geworden ist unser goldener Stein mit der Maske. Hier haben wir wirklich gehofft, dass es ästhetisch ist. Sieht aber eigentlich gar nicht so gut aus, wie wir dachten. Kommen wir jetzt zu dem letzten Do-It-Yourself, was wirklich den Silikon-Pop-Its am allerehesten nachkommen soll. Ihr kennt die wahrscheinlich alle schon. Es gibt sie ja wirklich in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Und wir dachten uns, dass wir so etwas in der Art einfach mal selbst probieren. Mit Silikonformen haben wir ja wirklich schon in den unterschiedlichsten Varianten gearbeitet und dachten uns, dass wir das alles auch wirklich einfach selber machen können. Als Basis verwenden wir Oyumaru, was wir wirklich schon häufig in Experimenten verwendet haben. Wir machen hier jetzt zunächst mal zwei unterschiedliche Größen und Formen, um zu schauen, was einfach besser funktioniert. Das Oyumaru lässt sich super schnell weich machen, indem man es einfach in heißes Wasser gibt. Passt hier aber natürlich auf. Als nächstes formen wir es dann so, wie wir es für dieses Do-It-Yourself am ehesten wünschen. Oyumaru trocknet wirklich recht schnell und man kann mit dem Silikon wirklich gleich mal beginnen. Das dünne Material dann wirklich einfach auftragen und es sieht jetzt schon wirklich super dreidimensional aus. Eigentlich sollte die Basis für ein Pop-In der Art wahrscheinlich eher flach sein, aber als nächstes probieren wir einfach, unser Silikon mal zu mischen. Das ist nämlich ein Zwei-Phasen-Silikon, wo wir diese beiden Farben miteinander mischen müssen, damit es überhaupt aktiviert wird. Und dann stülpen wir das Ganze über unseren Koala drüber. Nach gut 20 Minuten ist das Ganze auch wirklich toll ausgehärtet und wir schauen auch, dass die ganzen Details richtig toll übernommen werden, indem wir nochmal nachdrücken. Wir probieren dann hier auch nochmal dieses Experiment mit einer anderen Form aus, um zu sehen, ob es damit klappt. Es ist natürlich wirklich nur ein Experiment. Wir wollten sehen, wie dick das Silikon sein muss, damit dieses Do-It-Yourself überhaupt funktioniert. Yes, es ist an der Zeit, dass wir das Oyumaru von der Silikonform vorsichtig lösen. Grundsätzlich ist auch unsere Form, nämlich der Koala, den wir hier hineingepackt haben, wirklich hübsch geworden. Und jetzt ist es daran, das alles zu testen. Wie ihr seht, klappt es mit der Nase ganz gut, aber die Augen sind dann doch einen Tick zu klein geworden. Ansonsten sind wir wirklich positiv überrascht, wie das mit dem Koala geklappt hat. Jetzt sehen wir uns noch diese zwei Bälle an, die wir mit dem Putti überzogen haben, einfach um zu sehen, wie das mit der dickeren Form ist und wie ihr es hier sehen könnt, macht es eher einen Eindruck, als würde das Ganze reißen und es funktioniert bei weitem nicht so gut wie die Nase von diesem kleinen Koala. Wir haben also tatsächlich ein wenig ein Gefühl bekommen, wie dünn das Silikon sein muss, damit dieser Pop-It-Effekt nur ansatzweise funktioniert. Und es erinnert tatsächlich an das Original, wo man auch in etwa die gleiche Größe hat, wo das dann wirklich super funktioniert, wenn man damit spielt und es durchdrückt. Wesentlich ist hierbei natürlich auch, welche Qualität das Silikon hat, aber wie ihr hier sehen könnt, ist das eindeutig ein wenig zu dick, um diesen Effekt zu haben. Es hat super viel Spaß gemacht, diese unterschiedlichen Pop-It-Do-It-Yourself-Varianten auszuprobieren und wir freuen uns, wenn ihr diese Bastelideen nachbastelt. Danke euch immer fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!